Letzten Freitag stellte der Weltklimarat, der IPCC, seinen Sonderbericht zur Erforschung der Ursachen für das extreme Wetter der jüngsten Zeit vor. Sie erinnern sich vielleicht an die überragende Leistung des IPCC 2007, als er die Abschmelzung der Himalaya-Gletscher durch den menschengemachten Klimawandel prognostizierte und dass überhaupt alle Menschen, die an den Küsten leben, bis Mitte des Jahrhunderts wegen des Anstiegs des Meeresspiegels sterben würden. Oder Sie erinnern sich vielleicht an den späteren E-Mail-Skandal des sogenannten Climategate, bei dem ans Licht kam, wie sehr der IPCC seine Daten geschönt hatte. Es gab zwar einige Entschuldigungen dafür, Wahrheit und Anstand so leichtfertig missachtet zu haben, doch es soll ihnen nach wie vor weisgemacht werden, dass der Mensch für das extreme Wetter verantwortlich sei. Dabei möge der IPCC doch so freundlich sein und den Ausbruch von Stürmen in verschiedenen Teilen des Sonnensystems erklären. Bereits im Dezember 2010 hatten Astronomen beobachtet, wie sich auf der Nordhalbkugel des Saturn ein Sturm entwickelte. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, denn Stürme sind bereits zuvor auf dem Saturn beobachtet worden. Aber dieser Sturm wuchs in nur einem Monat so stark an, dass er schließlich den gesamten Planeten erfasste, 16.000 Kilometer lang mit einer Fläche von mehr als 5 Milliarden Quadratmetern. Der Sturm hielt bis Juli 2011 an, etwa 200 Tage, und war damit der größte und längste Sturm, der je auf dem Saturn beobachtet wurde. Der zweitlängste war 2003 mit etwa 150 Tagen. Niemand weiß, was diesen Sturm auslöste, denn zu dieser Zeit des Saturnjahres ist er äußerst ungewöhnlich. Zu Hause auf der Erde nähern wir uns selbst dem Ende einer recht ungewöhnlichen Sturmsaison. Vergessen wir für den Augenblick einmal die diesjährige beispiellose Tornadoserie in den USA, selbst wenn noch immer Tornados im Südosten der USA entstehen, und konzentrieren uns vielmehr auf die Hurricanes. Es gab im Atlantik in diesem Jahr 18 tropische Wirbelstürme, wovon 7 sich zu Hurricanes entwickelten, wie zum Beispiel der Monster-Hurricane Irene. Das ist die geringste Zahl von Hurricanes im Verhältnis zur Gesamtzahl tropischer Stürme im Atlantik seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Im Ostpazifik gab es dagegen nur 11 Wirbelstürme, aber 10 davon wurden zu Hurricanes. Das ist der größte Anteil von Hurricanes an Wirbelstürmen in der Geschichte des Ostpazifiks. Vergangenes Wochenende hat sich ein tropischer Wirbelsturm sogar in kürzester Zeit in einem Hurricane der Kategorie 4 mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 220 Stundenkilometer verwandelt, der jetzt aber wieder rapide nachlässt, Hurricane Kenneth. Kenneth ist bis heute der stärkste Hurricane so spät in der Saison, der je an beiden Küsten der USA gemessen wurde. Der IPCC mag also versuchen, diese Wirbelstürme der globalen Erwärmung anzulasten, aber in Wirklichkeit haben wir es mit einer Sturmsaison im gesamten Sonnensystem zu tun. Die Moral der Geschichte ist, sei kein kopfloses Huhn wie der IPCC. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Thanksgiving.